So, aber erstmal möchte ich wissen, was wir hier für eine Achievement gekriegt haben. Erfülle 20 Nebenquests, ne? Das ist ja nicht so viel gewesen. Aber überleg doch bei der Spielzeit, dass es nur 20 Nebenquests waren. Wo anderen Spielen natürlich schon 30.000 Töter, 100 von denen denen sind. So, wo ist denn hier diese. Achso, werde ich wahrscheinlich hinreisen müssen. Die Mine. Haben wir eigentlich schon was Neues freigeschaltet? Das haben wir, das haben wir, das hatten wir schon. Ich glaube, wir sind sonst relativ nah. Na gut, Lager von verlassenen Mine. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das eine Stelle war, wo wir. Oh, hab ich was genommen? Wenn, dann war es jetzt gerade nicht mein Wille gewesen. Ach, ich finde das gut hier mit Lageruntersuchung und alles parallel. Das ist eine nette Sache. So. Ach so, das ist genau das Lager hier daneben. Tja, bin ich mal gespannt, ob wir reinkommen. Das ist es also. Wenn wir das nicht normal reinkommen, müssen wir hinten rum schleichen. Na, schauen wir mal, wie wir uns so schlagen. Moin, moin. Sorry, this is private property. I can't. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. So. Wo? Um Himmels Willen. Wo jetzt, bitteschön? Ich soll zu einer gewissen Person gehen. Those guys must have no respect for the lives of their men to start mining again. These Renegade must not have taken us seriously. We should take a closer look. Und damit sollen wir niemanden genauer ansehen und suchen, sondern wir sollen direkt. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. Dann sollten wir vielleicht mal schleichen. Wie nett, dass es hier immer so einen Pfad gibt, der noch nicht entdeckt wurde. Und der super ist, um alles einzusehen. Na super. They use captives from the villages to dig their mine. They've made them into slaves. Oh, guckt man dort. We must talk to Sir de Corsillon. I hope that our nation is not involved in this business. Da sieht's auch so aus, es könnten Beeinrichtungen stattfinden. Okay. Na. Ob das so einfach möglich ist hier? Das heißt, diese Bündnisse, die wir hier aushandeln wollen, stehen auf sehr faktischen Füßen, weil ständig was anderes zutage kommt. Okay, also wieder zu Sir de Castillon. Ich melde mich, sobald ich bei ihm bin. Und hier sind wir wieder. Sir de Corsillon. The sad day, my young student. I've come to ask you about a mine near Vigigador. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. Hmm. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry, we'll not let this man's behavior kill your old professor. Looking forward. Das gleiche also nochmal, interessanterweise. Na gut, ich geh mal in die Archive, bis gleich. So, hier sind scheinbar die Unterlagen.
Dieses Schriftstück ist im Rechtsjargon verfasst. Es handelt sich um eine Besitzurkunde von Meister Maillard, der Maillard, die sich auf einige Ländereien der Region Senvar bezieht, rund eine alte Mine. Das Dokument wurde von Lady Morange unterzeichnet. Sie ihre Hilfe brauchen, um die gesamte rechtliche Besonderheiten genau zu verstehen. I get lost in the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. Es ist wirklich erstaunlich, dass wir diese Quests, wenn wir die kurz nacheinander machen, ohne dass wir eine abbrechen können, eigentlich sehr ähnlich verlaufen. Soll es da so ein bisschen zeigen, dass wir versuchen, auf rechtlichen Grundlagen solche Konflikte zu lösen, indem wir aufarbeiten, wie Besitzansprüche verteilt worden sind mit der alten Regierung und rauskriegen, dass die Lady Morange vielleicht doch korrupter war als wir dachten oder halt unerfahrener wahlweise. Beides möglich. So, die Gute. Was hast du zu sagen? Good day, dear sir. Happy to... I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written. But your seal is on it. Do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Vigigador. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet the mine which was located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. Oh. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. Na, dreimal dürft ihr raten. Wenn wir an den Hafen gehen und uns Lagerhäuser ansehen, ob da nicht automatisch mal wieder ein kleiner Disput beginnt. Nun gut. Dann suchen wir ihn mal auf. Letzterweise ist er ja hier und wir müssen nicht wieder drei Karten reisen. Also das Gute ist, die Ladezeiten sind bei mir zumindest relativ gering. Ich weiß natürlich nicht, bei jemandem, der vielleicht ein bisschen schwächeren Rechner besitzt, ob sich das ein bisschen ekliger wird, wenn man da immer diese Kartenübergänge halt nutzen muss. So, bin ich mal gespannt. Bist du das etwa? Master Maillard. Who's asking? De Sade, I am the legate of the congregation. Well, hast du Rüstung an dich? Zum Schulterstücke. What brings you here, your excellency? I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigador. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, your excellency, if you will allow me, I have to get... Alter, will uns einfach so ab. I'm afraid you don't understand, master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young man. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Goodbye, sir. Best wishes to your cousin. Zum zweiten Mal? Excuse me, your excellency, but I must hurry. I have a lot of work to do. Wir haben es ihm einmal gesagt, er hat es nicht kapiert. Er hat es das zweite Mal gesagt, nicht kapiert. Der regt mich ja echt auf. Okay, also... ich würde ihn gerne mal ins Gesicht schlagen. Entschuldigung. Können wir hier vorbei? Das ist ja ein Fatzke. Ja, ja, ihr Vetter kriegt halt irgendwas, was er gern will. So einfach stellt er sich das vor. Fallen wie immer die kleinen Extras. Habt ihr diesen kleinen Absatz bemerkt?
Ich bin mal gespannt, ob wir nach dieser Quest noch eine dritte kriegen, die in edlischer Art und Weise Ausschweifung erkennen lässt. Oder sogar unser lieber Cousin hier irgendwie im Zusammenhang steht dessen. Wie wär's denn damit? Er weiß, dass das passiert und er billigt es. Dann kriegt er was von mir zu hören. Also, ich rette ihm halb hier das Leben und er macht so einen Scheiß. Also möchte ich doch hier mit der guten Beziehung anfangen. Also ich muss mich kurz stellen. So, was haben wir jetzt? I verified the contract with Lady Morange. The exploitation of the mine is illegal, as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here, this is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. Na, da werden wir bekämpfen. For his crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. The prisoners must be freed as soon as possible, and the mine closed once more. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to... Soll ich nicht von meiner guten Dame jetzt langsam mal wieder in was Gutes hören hier? Ich meine, was mache ich hier als wieder irgendwo? Do you need something? I must leave. Ah, das finde ich noch ein bisschen blöd. Ich meine, habe ich jetzt mal eine Entscheidung gegen die Eingeborenen getroffen? Ich glaube nicht. Und trotzdem ist sie immer noch so gefühlt relativ kalt mir gegenüber. Ich bin der Meinung, bei anderen Spielen hätte ich jetzt durchaus schon mehr positive Punkte gekriegt. Okay, ich würde sagen, ich mache schnell eine Schnellreise und wir treffen uns an der Mine und werden feststellen, ob wir dort ja, kämpferisch uns vorbewegen müssen, vorzubewegen, oder ob wir einfach mit Charisma und dem Vertrag das alles schaffen. Ich glaube ersteres, aber bis gleich. So, wir sind auf dem Weg in die Mine und wir sehen mal gleich, wie weit unsere Dokumente uns helfen werden. Sorry, this is private property. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the boss's orders. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Excellency. Excellent. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Guck mal an, da stehen doch schon wieder drei kleine Halunken. Darf ich eigentlich irgendwo rein? Ist hier irgendwo ein Eingang? Das ist ein Eingang. Are you looking for trouble? You'd better be on your way. Master Maillard, I'm so glad to find you here. Here is a document from Sir de Corsillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tirfredi. Impossible. By what right? Guards, this man threatens me. Ehrlich jetzt. Oh, den will ich hier ordentlich. Das Arschlochstutz. Entschuldigung. Okay. Jetzt machen wir schon wieder aufgestiegen. So, dann können wir uns heilen. Heilen am Start. Warum ist eigentlich meine Kleine schon wieder so? These people were monsters. I wouldn't cry over them. Come now, let's go free my brothers and we can tell Dunkers everything. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was hat sich dieser Maillard gedacht? Es wird nie rauskommen. Und wenn er uns jetzt tötet, kann er es vertuschen? Was denkt er sich? Seele oder Seeleute, okay.
Ich speichere trotzdem ab. Also, es ist ja totaler Humbug. Achso, übrigens, bevor wir dort Fragen kommen. Spiel auf Extrem. Ja. Kann ich eigentlich da noch bestimmt. Ah, guckt mal an hier. Die wurden festgehalten, ausgepeitscht. Eventuell auch ein bisschen. Gab es da ein paar Gliedmaßen, die abkamen? Na gut, gehen wir nochmal herein. Ja. Go without fear. You are free. And know that we are sorry for what happened to you. We must believe that not all Legeard Blow are alike. He is an Unalmanawi. That's why he understands us. Warum haben die eigentlich Waffen, wenn sie gefangen waren? So, wir gehen doch nochmal rein, bitte. All die, weil ich nochmal schauen möchte, ob hier irgendwas ist, was interessemäßig nett ist. Ja. Ich weiß nicht gut, weil wir im Gefängnis schon die Waffen hatten, aber. Okay, mit wem soll ich jetzt reden? Duncan. So, aber inzwischen könnten wir uns ja mal selber schnell die Punkte verteilen. Und damit müssten wir jetzt diesen Heilzauber machen, wo unsere Leute heilen können. Und wir haben Talente. Schildwarten zu durchqueren. Das ist echt geil. Ich bin eigentlich fast dafür. Was ist das Attribut, was wir brauchen, um durch solche dünnen Passagen zu gehen? Intuition ist eigentlich immer gut. Stärke war es nicht. Gleichgewicht, Sprung. Das ist Intuition, oder? Ja, war Intuition. Gibt es irgendwas an neuen? Nee. Okay, ich melde mich, wenn wir bei Duncan sind. Bis gleich. So, schauen wir mal, was unser lieber Herr zu sagen hat. Also, wir fassen mal kurz zusammen. Wir haben jetzt also erreicht, dass die Mine wieder geschlossen wird. Das war der Vertrauensbeweis dafür, dass er den einen Typen aushändigen will. Auf das es damit zu einem Vertrag kommt, dass das Holzfällerlager wieder von Eingeborenen besucht werden kann. Das ist richtig soweit? Ich glaube ja. Gut, dann werden wir es mal versuchen anzugehen. Mal schauen, wie so die Lage ist. What brings you here? I was able to close the mine. The man who operated it was arrested and he will be banished. Er ist getötet worden. Those you freed told me. From now on, you are my Karants, my friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Thank you, Dunkers. I'm honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it, since he loved the forest to the point of killing for it. He will be sentenced to heal it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Huh. Does this punishment seem acceptable to you? If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Dunkers. Ist aber ein alter Kerl, am Ende seines Lebens irgendwie so semi. Is there anything else? I must leave. Qua awalum se. Ziora? Ziora? Gibt's was Neues, was du mir sagen wolltest hier so? Ich bin geiler eingeborener Freund und du findest das ganz toll?
Scheinbar nicht. Damit haben wir die Quest mit dem der Mine und dem Holzbauerlager. Lasst uns jetzt mal dahin reisen. Ist das anders, weil ich bezahlbar macht? Verlassen die Mine. Wir gehen mal direkt zur Mine. Ich will mal wissen, ob jetzt bei der Mine ein paar Leute rumstreunern von Eingeborenen. Wie das Ganze aussieht. Aber ich muss sagen, ich finde diese Quest eigentlich ganz gut, weil sie, was mache ich eigentlich gerade? So. Sie zeigt, dass es durchaus alte Verträge gab, die unrechtmäßig durchgeführt wurden. Die Eingeborenen wurden ausgenutzt. Und wir versuchen das wieder zu bereinigen, das Ganze. Also ich finde das gut. Cooler würde ich es jetzt natürlich finden, wenn man jetzt hier Eingeborene sieht. Die sich um den Wald kümmern. Aber ich will ja nicht zu groß unken. Das ist der großen Bäume. Ich finde, so riesig sehen die hier nie aus. Ich habe jetzt gedacht, das ist eine übelste Kavenzmänner. Männer. So, schauen wir mal. Zumindest ist die. Sind die hier weg? Wir reden nochmal mit der Heilerin. Gibt es da irgendwas Neues? Die Leichen liegen immer noch. Die zwei, drei Holzfäller sind noch da. Ich würde sagen, damit haben wir das befriedet. Okay, wir gehen mal schnell zum nächsten Lager und schauen mal an, welche Quest wir als nächstes angehen.